Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer. Was macht das Mikro da gerade? Gut. Okay, nochmal. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ja, Jurassic Park World Evolution. Und ja, wir haben ja jetzt unsere zweite Insel. Und ich denke, wir sollten mit einer der ersten Sachen, oh, hier mal ein bisschen bevölkern, damit auch Leute in den Park kommen. Zwei, drei Korrekte in die hier. Gut. Dann packe ich hier am besten einmal Bodenpflanzen-Ding hin. Und hier. Warte mal, das möchte ich vorher nochmal angucken, bevor ich da was mache. Oh, verdammt. Wie sieht das? Okay. Das ist gut, gut, gut. Da kann ich hier derzeit ein Ceratosaurus reinpacken. Das ist fehlgeschlagen, da muss ich dann nochmal neu. Okay, wir haben keine Ticketverkäufe derzeit. Ding, 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 ding. Ist das hier überhaupt auf? Ja. Ja, Dinosaurier kann freigelassen werden, das ist doch schon mal gut. Unser erster Dino auf unserer neuen Insel. Los, Draco. Draco. Wie nennen wir ihn? Malfoy? Draco Malfoy? Schon putzig. Und da können wir gleich noch ein. Okay. Der Cerato braucht noch. Gut. Gäste, was können wir dann hier für die Gäste noch tun? Am besten fangen wir erstmal mit einem Fastfood-Restaurant an. Den baue ich mal dahin. Gut. Und ich denke, ich sollte auf jeden Fall die Chance nutzen, um ein von denen jeweils zu bauen. Die Frage ist, ich denke, ich fange mit dem Expeditionscenter an. Und jetzt habe ich kein Geld mehr für den Rest von denen. Jetzt muss ich hoffen, dass dann auch hier mal Gäste kommen. Dass ich mein Park dann was. Ja, wir haben jetzt tatsächlich gerade gewonnen. Ah, der Cerato braucht noch. Aber hier können wir einen freilassen. Hierfür sollten wir dann eventuell noch ein. Fleischding. Gut. Wie sieht es gerade aus mit dem 22? Das ist schon mal etwas. Ticketverkäufe, Einkommen durch Attraktion. Aha, gut. Expeditionskarte. Velociraptor, Dilophosaurus. Dilophosaurus in China. Wir haben relativ viel in China dazu bekommen. Wir haben hier auch einiges dazu bekommen.
Triceratops und sowas. Kodon, Stoziosaurus. Velociraptoren klingt doch eigentlich schon ganz geil. Aber die, oder ein Dilophosaurus. Ich denke erstmal hier. Warten kann ich nicht auch. Ah, okay. Kann ich da nicht? Gut. Dann gehe ich kurz wieder zu dieser Insel. Ich hoffe, dass der jetzt nicht ganz so lange mit dem Laden braucht. Dann kann ich die doch hier doch wahrscheinlich jetzt auch auf Expedition schicken von hier aus, oder? Vielleicht sollte ich... Ja, ich denke, dass man... Das finde ich ein bisschen schade, dass man nicht so gut zwischen den Inseln offenbar switchen kann aufgrund der... Aufgrund von dem Ladegeschwindigkeit, aber ich finde es auch irgendwie logisch. Also ich finde es schade, aber ich kann es nachvollziehen, wieso. Die Ranger-Teams. Säurekampf freigelassen werden. Im Hammond Entwicklungslabor 2. Okay, aber erstmal den Ei extrahieren und den Ei extrahieren. Forschung. Okay, Forschung ist hier nichts weiteres. Was kann ich hier noch Vernünftiges machen? Ich kann das machen. Nee, ich wollte... Gut. Aggressives Verhalten, Eigenschaften, Gene. Okay. Aber ich kann jetzt auch hier sicherlich... Ja, da ist ein Expeditionsteam. Achso. Die haben nicht genügend verfügbare Grabungsteams. Okay. Warten mal. Kann ich nicht. Das ist ja mein Forschungszentrum. Kann ich nicht irgendwie... Ranger... Expeditionszentrum. Nee, da ist nichts. Okay, da kann ich nicht einfach ein weiteres Grabungsteam kaufen. Okay, schade. Gut. Dann. Hier ist ja einer fertig. So, und noch einen Edmontosaurus freilassen. So, und jetzt zudem habe ich hier noch neue Fossilien, die ich jetzt... Den... Wieso kann ich die nicht extrahieren? Achso. Vielleicht, weil ich... Es werden zumindest zwei betriebsbereite Fossilienzentren werden dafür benötigt. Okay. Okay, gut. Gut, gut, gut. Aufgabe hinzufügen. Dem da helfen. Nachschubanfrage erhalten. Gut. Wenn die da alle... Ich. Warte mal, was habe ich nicht hier? Lassen die einen Hyonosaurus mit starker Heilungsmodifikator frei? Okay. Genom modifizieren. Null Gene. Wüstenmustergene. Bewertung steigt, aber Lebensfähigkeit sinkt. Verteidigung, Zähigkeit der Haut, starke Heilung. Okay. Versuchen wir das einmal. Und wenn damit die Wertung steigt, probieren wir das doch auch mal einfach mit. Gut.
Verteidigung hoch, Belastbarkeit hoch, Bewertung auch hoch. Ich denke, ich versuche denselben so auch noch direkt ein weiteres Mal, eben weil die Wahrscheinlichkeit, dass das erste nur schafft, bei nur 44% liegt. 15 Dinosaurier ist nicht schlecht, sehr hohe Vielfalt, großartiges Wohlbefinden, annehmbare Zufriedenheit. Okay, sehr hohe Sicherheit, sehr hohe Kapazität. Annehmbare Zufriedenheit ist Nahrungsbewertung, okay, Spaßbewertung, Einkaufsbewertung, gut. Ich habe damit gerechnet, dass das fehlschlägt. Die Frage ist jetzt... wahrscheinlich heißt das, dass ich hier noch... dass ich hier einfach nochmal ein bisschen weiter Fastfood und sowas bauen muss. Da möchte ich eigentlich nicht hin bauen, da könnte ich noch gebrauchen. Da oben denke ich, brauche ich auch nicht hinzubauen. Hier könnte ich noch. Okay, nochmal ein weiteres Mal Futter auffüllen, wo ich mein Ranger-Team Aufgabe hinzufügen. Da oben. Unterwegs zur Futterstation. So, gut. Ja, der läuft da. Was sind sie einen? Oh. Er hat es nicht geschafft, aber der Erste hat es geschafft. Damit haben wir unser erster Hyanosaurus und den auch noch genmanipuliert. Das wäre geschafft. So. Loyalitätsbonus habe ich keinen. Aha. Härte, Zähne, Savanne. Dich finde ich schon nicht schlecht. Extraktion. Forschungsziel, Extraktionstempo. Okay. Ausbrütungsmethode. Aha. Ah, okay, das. Schalte ich dann alles später frei oder? Ah, Isla Matanqueros freischalten steht dafür. Okay. Gut. Isla Nubla wird mit 4 Sternen freigeschaltet. Das könnte ich glatt irgendwie noch hinbekommen noch. Nahrungsmittel, Dinosaurierbewertung und... okay, Dinosaurierbewertung nochmal ein bisschen höher. Ah, okay, ich kann noch einen weiteren freilassen. Und ich denke, ich sollte dann nochmal wieder zurück in... ja, die kannst du gerade nicht. Was kann ich hier noch forschen? Gerade. Ah, der Huayangosaurus. Noch ein Mitglied der Stegosaurus-Familie. Expeditionskarte nochmal. Dilophosaurus, Velociraptor. Velociraptor. Einmal zu den Velociraptoren schicken und... boah, da komme ich bald hin. Aber jetzt gehe ich dann, denke ich, erstmal auf die Insel wieder. Zur Insel Muerta. Ein Patschi, ach Mist, der Dickschädel mit der Glatze, Bruder Tacholantembo.
An den Spruch kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Also ich gehe davon aus, dass das alles Zitate aus den Jurassic Park Filmen sind, aber an den Spruch kann ich mich gerade nicht mehr erinnern. Okay. Ja gut, das habe ich schon mal gesehen. Sorry, brauche ich nicht. Ah. Mein Ceratosaurus kommt raus. Gut. Damit kommen jetzt hoffentlich Leute in den Park. Dracorex haben wir. Wir haben hier zweimal Dracorex. Ich schau mal. Edmontosaurus. Ich denke zweimal, die zwei von denen dürften ganz gut sein. Ich kann jetzt hier halt gerade keinen weiteren Fleischfresser da loslassen. Das wäre, denke ich, nicht so das Beste. Sturmschutz, nein. Beschädigt, nein. Gestern 81, okay. Gut. Ah, okay. Solche Aufträge gibt's nicht jeden Tag. Schauen Sie ihn sich mal an. Das klingt doch gut. Den würde ich wahrscheinlich... Jede neue Entdeckung vergrößert unser Wissen. Das ist wichtig. Nehmen Sie an. Das wird teuer. Ich muss jetzt halt drauf gucken, dass ich möglichst schnell möglichst meinen Gewinn hochschraube. Okay, die Saal kann freigelassen werden, das ist doch schon mal gut. Das heißt, dass ich da nämlich mit... Dass ich damit nämlich meine Gewinne noch weiter in die Höhe schraube. Das habe ich auch. Gut. Sie hätten uns nichts beweisen müssen, aber Ihr Einsatz hier hat Eindruck hinterlassen. Gute Gut, damit Arbeit. Bin ich jetzt bei 374. Okay, der hat das. Wir sind hoch erfreut, einen Strutio Minus im Park zu dürfen. Gut. Ich würde hier gerne irgendwie... wie kriege ich jetzt am besten noch meine Finanzen weiter hochgeschraubt? Das ist so die Frage. Okay, Stromverlust, offene Kosten für Attraktionen. Mhm. Einkommen durch Attraktionen, die bringt mir wenigstens was ein. Ticketverkäufe sind 84.000, okay. Gut. Ich muss halt irgendwie noch schauen, dass ich hier noch ein bisschen welcher Geld produzieren kann. Vor allem brauche ich das Geld auch, um halt noch... Wie sieht es eigentlich mit dem Strom hier jetzt aus? Wo ist mein Kraftwerk? Wo ist mein Kraftwerk? Da. Ungenutzter Strom, 3. Ach du Scheiße, ich kann da jetzt gerade nichts Großes bauen. Verbesserte Leistung. Reduzierte Unterhaltung. Reduzierte Unterhaltskosten brauche ich gerade nicht. Erhöht die Gesamtproduktion. Wirkt jedoch ein Risiko. Kann ich das jetzt gar nicht umsetzen? Aufgewerteten Kraftwerken. Einmal verbesserte Leistung, einmal Ausfallschutz. So, jetzt sind wir nämlich bei ungenutzten Strom 11. Gut. Sch-
schauen. Okay, Gewinn haben wir gerade 72.000. Ich denke, es wäre gut, wenn wir den Gewinn noch vergrößern könnten. Deshalb gehe ich das Risiko ein und brüte den Hyagosaurus aus in der Hoffnung, dass der das schafft. Ich denke, ich sollte auch noch einen Ceratosaurus gleich ausbrüten. Komm, du schaffst das, Kleiner. Das ist gerade jetzt ein bisschen schade. Diese Insel hat jetzt gerade noch relativ viel Downtime, weil ich halt aufgrund von finanziellen nicht so viel machen kann. Da kann ich auf der ersten Insel eigentlich derzeit wesentlich mehr machen. Aber ich kann halt nicht weiter irgendwie 72.000, okay. Wenn ich halt... Was haben wir eigentlich hier noch alles so? Okay, wir haben noch den... Dracorex. Familienname Pachycella Fossauridae. Oder Sauridae. Ach du Scheiße. Na nette... Name, okay, Bodenpflanzenfresser. Gut, von den Fleischis haben wir noch nicht. Haben wir noch keinen weiteren, da kommt wahrscheinlich noch was von dann. Ja, da scheint es zu schaffen, das wäre super. Das wäre sehr, sehr gut. Komm, 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 komm. Ja, den Saurier freilassen. Das ist sehr gut. Das wird doch hoffentlich noch mal ein bisschen... Das wird doch hoffentlich noch mal ein bisschen den Finanzen hier nach oben geben. Also eine kleine Finanzspritze doch verpassen. Oder? Okay, 75.000. Immer noch 75.000, okay. Wie sieht es? Anlagenbewertung, geringere Kapazität, betriebene betriebsbereite Hotels 0, ja, okay. Okay, annehmbare Kapazität. Annehmbare Zufriedenheit, okay. Geringe. Ich denke, da sollte ich mal sehen, dass ich irgendwie noch ein... noch schaue, dass ich noch ein weiteres Hotel irgendwie dahin bekomme. Aber die Hotels, die kosten halt relativ viel. Souvenirladen habe ich noch nicht. Baue ich dann noch. Und dann können die noch ein bisschen mehr Geld ausgeben. Also gut. Das wird dann hoffentlich mein... Ach komm, ja, Kleiderladen. Wenn schon dann richtig. Damit sind wir jetzt bei 88.000, das ist doch mal gut. Damit haben wir auch finanziell ein bisschen besser gemacht, 88.000. Wenn wir schneller Geld bekommen, dann können wir auch schneller andere Sachen machen. Und ich muss definitiv ein Fossilien-Ding bauen. Aber vorher muss ich noch ein weiteres kleines Kraftwerk bauen. Was kann ich hier eigentlich einstellen? Personenverwaltet, okay. Verwaltungsansicht. Okay.
Warte mal. Getränke? Nein. Essen? Nein. Keine. What the fuck? Finanzbericht? Aha. Verkaufen für... Okay, 4 Dino-Häppchen, Dino-Speise, Dino-Schmaus. Aha. Betriebsnamen, Einnahmen, Gäste, ja, das passt alles. Das finde ich alles so in Ordnung. Gut. Dino-Hut, Gäste. Ich frage mich gerade, wie... Wie komme ich hier zu den nächsten Dingern? Oder muss ich die erst Isla Muerta freischalten? Okay. Das heißt, ich kann... Oder habe ich das irgendwie verbuggt, dass der die nicht mehr automatisch startet? Ich habe keine Ahnung. Gut, Velociraptor kann ich theoretisch weitermachen. Hm, wieso nicht? Schicken wir die mal in die Mongolei zu den Velociraptoren. Inselnavigation. Okay, Inselnavigation, gut. Die sind hier. Isla Muerta. Okay, ich bin doch auf Isla Muerta. Isla Sonia. Isla Pena, okay. Isla Nurba, den Ding. Okay, Isla Pena. Benötigt Isla Pena, okay. Isla Takano. Isla Muerta. Und der Matancros, okay. Isla Nurba ist... Die Insel, auf der alles begann, sowohl Jurassic als auch Jurassic World wurden hier errichtet. Es liegt an ihnen, die in dieser Sandbox vorzufinden, von anderen. Ah, okay, das klingt doch mal ganz interessant. Ich weiß gerade nicht, soll ich da hingehen oder habe ich einen Auftrag im Gange? Ah, ich denke erstmal schauen. Ja, Gewinn pro Minute 96.000, das ist doch schon mal etwas. Gut, dann muss ich jetzt halt. Ich brauche halt echt als nächstes Strom. Ansonsten, der hat nur 5. Das ist... Ich kann nichts machen. Ich muss warten, dass ich ein neues Kraftwerk gebaut habe, bevor ich hier irgendwas weitermachen kann. Ah, 97.000, das ist schon mal etwas. Hier ist immer noch ein einzelner Ceratosaurus. Hier ist ein... Oh, Geborgenheit ist... Er fühlt sich nicht so wohl. Okay. Ja, Dinosaurier-Statistik anzeigen. Gut. Information. Geborgenheit, Schwellenwert 55, okay, Grasland, soziale Gruppe, idealer Bestand 1 bis 20, Geborgenheit, Schwellenwert 50%, Grasland, wahrscheinlich zu klein, das könnte es sein, dass der etwas zu klein ist und der sich deshalb nicht so geborgen fühlt. Bestand, sozial, wir haben ein klein wenig zu wenig Wald. Okay, gut, das können wir ändern. Jetzt dürfte es dir doch, ja, jetzt gefällt es ihm besser. Welchem, ja, okay, der fühlt sich pudelwohl. Der Dracorex. Boah, wow, dem reicht es auch. War gut.
Ich tue, was ich kann, um Ihnen zu helfen. Tun Sie dasselbe für die Sicherheitsabteilung. Okay, behalten Sie 3 Minuten lang eine Gesamtbesucherzahl von 800. Ja, das kriege ich, denke ich, hin. Ja, geringe Vielfalt, dafür habe ich halt nicht das Geld gerade, sorry. Gut, Betriebsgebäude. Ich würde ja gerne bauen, aber ich muss vorher... Das ist halt das Erste, was ich bauen muss. Jetzt muss ich halt warten, bis ich die 400 habe, um da den nächsten... Okay, Expeditionskarte. Ihr seid theoretisch da fertig gerade. Da könnt ihr theoretisch schon die Lophosaurus ausgraben. Tetzerat. Da könnt ihr relativ viel ausgraben. Da schicke ich euch mal dahin. Wie sieht es derzeit mit meinem Fossilen aus? Okay. Kann ich hier bisher noch nicht mal drauf zugreifen. Gut, ich brauche hier jetzt halt echt... Ah, aber 100.000 jetzt Gewinn pro Minute, das ist doch schon mal schön. Ja, der fühlt sich dann auch wohl. Die mögen es noch nicht mehr, wenn sie zu viele sind. Gut. Okay, ich habe noch nicht mal 800 Besucher. Info? Achso. Ding, 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 ding. Das bringt mir gerade nichts. Ach, kommt schon, ey. Ich möchte doch nur genügend Geld haben, damit ich das nächste Fossilienzentrum bauen, kann. Ja, aber ich habe gerade über 800 Besucher offenbar. Und jetzt gerade offenbar nicht mehr. Es wird gespeichert, deshalb war da eben. Ah, da war eben gerade nicht über 800. Okay. Ich baue jetzt hier einfach das nächste, Fossilienzentrum und gehe dann wahrscheinlich erstmal auf die andere Insel rüber. Um da dann mit den Ausbrüten sowas alles weiterzumachen. Weil von deiner Insel kann ich besser das Geld investieren als von dieser hier. Hier muss ich... Grabungsmöglichkeit jedoch da... Ja, es wartet jedoch auf das Platz... Ja. Genau deshalb muss ich hier halt... Gut. 86.000 Gewinn pro Minute. Komm schon. Ich möchte das Fossilienzentrum. Yay. Gut, 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 gut. Dann bauen wir mal hier oben hin. Oder kann ich da überhaupt schon bauen? Sieht nicht danach aus. Gut, dann in dem Falle dann doch lieber hier unten. Frage ist, wo? Ja, da kann man es. Ach komm schon, ey, really?
Warte mal, da kann ich doch aber... Kann ich da wenigstens den kurzen Weg durchführen lassen? Oder den dünnen? Komm schon. Sei doch nicht so... Ach komm. Really? Ach komm. Really, ich habe das Ding jetzt so gebaut, dass da nichts vorbeikommt. Kann ich den nicht irgendwie anpassen, dass der... Okay, okay, okay. Ja, Weg nicht verbunden, ich weiß. Ich muss jetzt den Schutzraum abreißen. Ja. Sorry, musste sein. So. Erste Schutzraum. Neu bauen. Ja, da hin. Gut. Wege. Das kann ich verkaufen. Das hat mir gutes Geld gebracht jetzt. Und ich kann Velociraptoren und sowas jetzt hier frei forschen. Das ist doch mal sehr schön. Gut, ist das hier noch nicht unzureichende. Ach du Scheiße, immer noch unzureichende. Okay, dann mache ich einmal den. Ich mache die ganzen kleinen. Die nicht so teuer sind dann hier. Und die ganzen vier großen, die kommen woanders. Ah, 500 habe ich jetzt immer noch. Das ist gut. Dann 77 produziert. Warte mal, wie viel kostet mich hier jetzt noch ein Velociraptor? 550. Ja. Ich habe schon nachgesehen, was ich gewonnen habe beim Verzählen. Ja. Ich denke, ich werde versuchen, hier jetzt als nächstes noch ein... Oder? 77.000. Die Frage ist jetzt echt, was ich jetzt hier raus mache. Die sind beide bei 14. Ich denke, ich sollte bei der nächsten Folge wirklich mal darauf setzen, alles von dem Hauptding, alles von meiner wirtschaftlich stärkeren Insel aus, da auf Expedition zu schicken und zu erforschen. Hier nochmal ein Ceratosaurus. Aber ja, ich würde sagen, dann beende ich hier auch in dem Falle wieder die Folge. Wir haben unsere zweite Insel ein bisschen aufgebaut. Die Sturmschäden haben wir ja schon das letzte Mal beseitigt gehabt. Ich weiß irgendwie immer noch nicht, wie wir jetzt die die können wir noch verkaufen. Ich weiß immer noch nicht, wie wir jetzt die neuen Aufgaben hier freischalten können. Ich hoffe, dass sich das mit der Zeit regeln wird. Also, ja. Ich denke, ich werde die von woanders aus losschicken. Okay. Also, ich sag doch mal, vielen Dank fürs Zuschauen und... Bis zum nächsten Mal, wenn wir bei unserem Jurassic Park weiterbauen. Ciao.